Hi ihr lieben Fräuleinchen zu einem neuen Video von mir. Ich habe wieder unseren Wocheneinkauf gemacht und war bei Lidl einkaufen. Selbstverständlich zeige ich euch wieder, was alles mit durfte und wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. So, und natürlich starten wir wieder mit unserem Wochenplan, den ich wie immer in meinem Handy gespeichert habe. Und ich sage es gleich vorweg, ich habe heute meinen Handyton an. Es kann sein, dass es jeden Moment klingelt, denn der Christian ist im Krankenhaus. Ich weiß noch nicht ganz genau, was los ist. Auf jeden Fall muss ich dann natürlich heute erreichbar sein. Und ja, ich kläre euch da irgendwann in den nächsten Tagen mal ein bisschen genauer auf. Habe ich euch ja auch in der Abendroutine schon gesagt, ne, dass wir momentan leider gesundheitlich so ein bisschen angeschlagen sind. Ja, ich sage es euch. Aber das mache ich mal irgendwann die Tage in dem Vlog oder so. Da passt es, glaube ich, besser rein wie in den Food Hall. Genau, auf jeden Fall ist, wie gesagt, mein Klingelton an. So, wir starten mit dem Wochenplan. Bei uns gibt es diese Woche Hähnchenspieße mit Ofenkartoffeln und Salat. Dann habe ich einmal Philadelphia-Hähnchen mit Reis und Gemüse. Das Rezept ist von Chefkoch, habe ich entdeckt, wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Gerade die neuen Rezepte, die ich ausprobiere, sind alle eigentlich fast immer von Chefkoch. Ich kann die euch ja gerne mal unten verlinken, weil eh wieder ganz viele nach den Rezepten fragen werden. Genau, also wie gesagt, Philadelphia-Hähnchen ist unten verlinkt. Dann gibt es einen Blumenkohlauflauf mit Kartoffeln, dazu Bohnensalat, verlinke ich euch ebenfalls. Dann gibt es gefüllte Kartoffeln mit Salat, auch verlinkt. Einen russischen Nudelauflauf, ebenfalls, den verlinke ich euch. Also ihr seht, diese Woche probiere ich ganz viele neue Rezepte aus. Weil irgendwie, es ist doch immer das Gleiche, was man kocht. Und also zumindest bei mir ist es so, dass meine Familie nicht ganz so offen ist für neue Rezepte. Und da ist es halt auch immer schwierig, noch irgendwas Gescheites auf den Tisch zu bringen. Also es ist bei uns momentan echt wieder so, ja, so eine Phase, wo kaum was Neues geht. Naja, ich probiere es auf jeden Fall diese Woche mal wieder. Ja, bei uns gibt es dann am Samstag gar nichts zu essen. Ich habe jetzt am Wochenende Dienst und danach sind wir noch eingeladen auf eine Gender Reveal Party. Für alle, die nicht wissen, was das ist eine kleine Party, bei der das Geschlecht des Babys ja, gesagt wird dann quasi. Und da ja, sind wir schon mega gespannt drauf. Da habe ich auch schon ein kleines Geschenk besorgt. Und da werde ich einen Kuchen backen. Und zwar mache ich einen Kokos-Buttermilchkuchen. Ey, der ist so lecker. Habe ich schon furchtbar lange nicht mehr gemacht. Genau, und am Sonntag gibt es bei uns Spaghetti. Das ist ja, also sonntags ist ja immer der Tag, wo ich Doppeldienst habe. Und da übernimmt dann immer der Christian das Kochen. Und da muss ich dann halt irgendwas planen, wo ich auch weiß, dass das halt auch kann. Ja. Legen wir los, wie immer, mit den Kühlprodukten. Ich habe gekauft Chicken Nuggets, habe ich schon furchtbar lange nicht mehr gekauft. Aber ihr wisst ja, dass unser Sophiechen so ein bisschen naschig ist, wenn es ums Essen geht. Und ja, da bekommt sie dann die Tage einmal Nuggets zum Essen. Dann habe ich Gemüse, Tiefkühlgemüse gekauft, war übrigens auch über die App, ich glaube 29% billiger. Da habe ich jetzt für den Blumenkohlauflauf, weil ich keinen frischen bekommen habe, habe ich dann gleich zweimal Tiefkühl-Blumenkohl mitgenommen. Und zu den Philadelphia-Hähnchen wollte ich ja Gemüse machen. Und da habe ich dann noch so ein Päckchen Kaisergemüse mitgenommen. Ist drin halt Brokkoli, Blumenkohl und Möhren. So, dann habe ich mitgenommen geriebenen Käse. Brauche ich halt auch diese Woche dreimal für die jeweiligen Gerichte halt. Ja, und ihr wisst ja, ich nehme da ja immer den geriebenen Mozzarella, weil uns der am besten schmeckt. Ich finde, der schmeckt auch ein bisschen milder, wie zum Beispiel einen geriebenen Emmentaler. Der hat ja einen komplett anderen Geschmack, ne, wie jetzt dieser Mozzarella halt, ja. Es war was im Angebot. Und zwar der Joghurt mit der Ecke von Müller. Aber Moment, ich finde jetzt gerade gar nicht alle. Ach doch, da sind sie. Und zwar habe ich mitgenommen zweimal Joghurt mit der Ecke mit bunten Knusperkugeln. Ist jetzt auch wieder so eine Tom und Cherry Edition. Und habe zweimal mit Schokosternchen mitgenommen. Genau. So, zum Kochen brauche ich diese Woche auch ein bisschen Kochsahne. Da nehme ich ja immer von Lidl die Cremosano von Milbona. Ich glaube, irgendwo war noch eine. Ich meine, ich hätte vier gekauft. Ach ja, da ist es schon.
Genau, also insgesamt 4 Flaschen zum Kochen. Ach so, jetzt habe ich ganz vergessen, euch zu sagen, was ich ausgegeben habe. 76 Euro. Und was ich jetzt noch im Auto habe, weil ich das nicht auch noch hochschleppen wollte, das mache ich dann später, ist Milch. 5 Pakete Milch. Und auch diese Woche ist mir einfach wieder so krass aufgefallen, wie alles aufgeschlagen ist. Also manchmal muss ich ehrlich sagen, habe ich echt Angst, weil wenn jetzt schon die Preise so hoch sind, was wird das in Zukunft noch? Ne? Ich meine, man überlegt sich auch schon zweimal, benutze ich überhaupt noch das Auto? Also ich nehme es ehrlich gesagt aktuell nur noch, um einkaufen zu gehen, weil ich es einfach der Wahnsinn finde, gell? Und wie gesagt, das macht mir halt so ein bisschen Angst, weil ich halt überlege, wo soll denn das noch hinführen? Ich meine, ich habe allein schon 2 Teenies hier, das kostet doch schon mal ein bisschen mehr, wie jetzt eine kleine Sophie zum Beispiel. Und dann ist der Sprit so teuer, die Lebensmittel so teuer und ich denke mir, oh mein Gott, das kann doch kein gutes Ende mehr nehmen, oder? Und ich würde jetzt nicht sagen, also wir gehören jetzt nicht, also nicht zu den Menschen, die jetzt arm sind. Wir sind aber auch nicht reich. Wir sind aber eine stinknormale Familie. Und selbst wir kommen teilweise beim Einkaufen, würde ich fast sagen, schon an unsere Grenzen und überlegen, ob wir das wirklich brauchen oder nicht brauchen. Das finde ich einfach so unfassbar traurig. Ich meine, wir dürfen uns nicht beschweren. Es gibt hier leider noch genug Menschen auf dieser Welt, die noch verhungern, ja. Aber es ist halt trotzdem, es macht einem halt einfach so ein bisschen Angst. Also ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich finde es halt, wie gesagt, einfach erschreckend. Und jetzt bin ich gerade überbelichtet, weil die Sonne sich ausnahmsweise mal wieder kurz blicken lässt. So, machen wir mal weiter, bevor ich das jetzt noch mehr vertiefe. Schmand dürfte einmal mit, ebenfalls zum Kochen. Genauso wie 2x Creme Fraiche. Übrigens haben wir noch Essensbesuch da, wenn ich die Philadelphia-Hähnchen mache. Deshalb habe ich das ganze Rezept doppelt genommen. So, dann habe ich jetzt Schlagsahne und leider ist ein Becherchen anscheinend schon aufgegangen, deshalb schalten jetzt nur so. Ihr seht es, ne? Da steht die Suppe. 2 Stück brauche ich nämlich für diesen Buttermilch-Kokoskuchen und eine Sahne war durch die App geschenkt. Ja, aber wenn es so weitergeht, muss ich noch eine weitere kaufen, weil bis Samstag ist noch ein bisschen Zeit, ne? Bis ich den Kuchen mache. So, dann ebenfalls für den Kuchen habe ich dann einmal Buttermilch, so ein großer Becher gekauft. Was haben wir noch Schönes? Selbstverständlich habe ich auch diese Woche wieder meine Latte Macchiato gekauft. Und wisst ihr, was ich tatsächlich vergessen habe? Tulpen. Also ich stand da mit meinem vollen Einkaufswagen und bei uns bei Lidl stehen die Tulpen direkt so seitlich an der Kasse. Und dann dachte ich, ich räume das jetzt alles erst aus und schnapp mir dann meine Tülpchen und habe sie dann tatsächlich vergessen. Das muss man sich mal vorstellen. Aber ihr seht es vielleicht, ich habe noch Blumen hier stehen. Ich habe euch letzte Woche noch gesagt, dass ich am Valentinstag nicht so viel Wert drauf lege. Und tatsächlich kam mein Mann und hatte einen Strauß Rosen für mich und für beide Mädels auch noch so ein ganz kleines Mini-Sträußchen. Voll süß, aber ne, ihr merkt es schon. So, ich habe noch mitgenommen einmal Kräuterfrischkäse, brauche ich auch zum Kochen. Dann habe ich Kräuterschmelzkäse gekauft. Moment, da kommt noch mehr. Auch 2x von der Lidl Eigenmarke. Dann die streichzarte ungesalzene Butterdürfte wieder mit. Dann habe ich noch Mini-Mozzarella für Celine mitgenommen. Und dann war noch was im Angebot und zwar von Zott. Also in letzter Zeit habe ich ja immer den günstigen Zott-Joghurt gekauft. Also nicht Zott, sondern die günstigen von der Lidl Eigenmarke, weil der genauso schmeckt. Jetzt war aber Zott im Angebot und da habe ich jetzt ganz viel mitgenommen, denn der Janis hat das jetzt auch für sich entdeckt und hat mir innerhalb kürzester Zeit meine ganzen Joghurts weggefuttert. Deshalb habe ich jetzt echt viele dieses Mal mitgenommen, weil wie gesagt halt im Angebot. Genau, von Zott ist das der Sahne-Joghurt mild mit Panna Cotta und Erdbeere und das ist aktuell definitiv unser Lieblingsjoghurt. Ich meine, Geschmäcker ändern sich auch, aber jetzt im Moment essen wir den echt gerne. Da habe ich insgesamt, Moment, ich sag's euch, 6, 8 Stück. Genau, ich habe 8 Stück gekauft, aber kommt da gerade der Bastian? Moment. Schatz? Nee, es hätte mich auch gewundert, wenn der schon da wäre, weil er hat gesagt, er ruft mich an, sobald die Untersuchungen vorbei sind. Aber er geht davon aus, er kommt wieder nach Hause. Aber es hätte mich jetzt auch gewundert, weil das nächste Krankenhaus ist 35 Minuten von uns weg. Naja, Süßrahmbutter habe ich dann einmal noch mitgenommen zum Backen. Und für die Kinder wieder da diesen Weichkäse, den sie so gerne essen. Jawohl. Und irgendwie habe ich das Gefühl, der Fokus haut öfters mal ab. So, das war's mit den Kühlprodukten. Körbchen Nummer 1 ist leer. 3 habe ich insgesamt. Was ich diese Woche jetzt gar nicht so viel gekauft habe, ist Obst und Gemüse, weil wir haben noch ziemlich viel da. Unter anderem durfte einmal ein Endivien-Salat mit, so, guck mal, was das ein Riesenteil ist. Wahnsinn.
Den mache ich jetzt gleich mal an die Seite. Und dann habe ich noch mitgenommen für heute einen Kopfsalat. Auch lecker. Jetzt gibt es gleich wieder Hate. Ja, was heißt Hate? Kritische Kommentare würde ich eher nennen. Ich habe wieder Erdbeerchen gekauft. Ja, also viele können das überhaupt nicht verstehen. Und ja, ich sage es auch gerne diese Woche wieder dazu. Ich weiß, es ist keine Erdbeersaison. Aber ich bin froh, wenn mein Kind irgendwas an Obst und Gemüse isst. Und derzeit sind es halt einfach die Erdbeeren, die ganz hoch im Kurs sind. Und bevor sie jetzt gar nichts mehr mit Obst oder Gemüse isst, kaufe ich auch Erdbeeren. Und ich muss sagen, die schmecken schon, weil viele haben gesagt, die können nicht schmecken. Doch, die schmecken schon, weil ich nasche die auch ganz gerne mal mit. Ja, das muss man nicht verstehen können. Also früher war es zum Beispiel so, da wurde ich angegriffen, weil ich das Fleisch im Supermarkt gekauft habe. Jetzt mittlerweile kaufe ich unser Fleisch und die Wurstwaren kaufe ich nur noch bei unserem örtlichen Metzger. Jetzt werde ich angegriffen wegen den Erdbeeren. Also ihr merkt schon, man kann es eh nicht allen recht machen und deshalb kaufe ich das, was für uns gut ist. Und ich habe auch aufgehört, es jedem recht zu machen, weil ihr seht, es funktioniert eh nicht. Weil irgendwas, ja, finden die immer, die was finden wollen. Von daher wird es bei uns jetzt auch weiterhin Erdbeeren geben, weil den Grund, den kennt ihr jetzt mittlerweile. Und ja, ich muss mir da auch angewöhnen, da rein, da wieder raus, weil ja, 15.000 Menschen und von den 15.000 hat einfach jeder eine andere Meinung. Das ist auch okay, aber man muss seine Meinung auch nicht immer anderen aufzwängen. Der Meinung bin ich. Naja, übrigens habe ich mir was richtig Cooles überlegt. Oh mein Gott, ich muss das mal ansprechen. So viel zum Food Haul. Ich bin heute so irgendwie im Laberflow. Ich glaube, ich drehe gleich noch für euch ein Labervideo, weil ich so viel zu erzählen habe momentan. Naja, auf jeden Fall habe ich mir was richtig Cooles für euch überlegt. Ich muss mir dann noch genauer Gedanken machen, wie und wann ich das Ganze umsetzen möchte. Aber ja, die Idee kam mir letzte Woche ganz spontan. Ich guck mal, ob ich das spätestens nächste Woche raushauen kann. Richtig cool. Oh mein Gott, Mädels, ehrlich, und Jungs, ich habe euch derzeit so viel zu erzählen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube echt, dass ich mal wieder so ein Labervideo drehe. Habt ihr da Bock drauf? Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Einfach, wo ich euch mal so komplett auf den neuesten Stand bringe, weil ich glaube, im Vlog würde ich euch nicht erzählen, weil es einfach zu viel ist. Oder ich erzähle euch immer wieder was in einem Vlog. Ich muss mir das mal überlegen. Übrigens habe ich nächste Woche Urlaub. Ja, das erstmal dazu. Ja, ich habe Urlaub. Ich dachte eigentlich, ich hätte meinen ganzen Urlaub vom letzten Jahr aufgebraucht. Und jetzt meinte die Chefin, ich habe 5 Urlaubstage mehr. Die hat mir aus Versehen 5 Urlaubstage zu wenig in den Arbeitsvertrag geschrieben. Und jetzt, ja, der muss ja bis März abgefeiert sein. Jetzt habe ich eine Woche Urlaub. Richtig cool. Ich muss ich muss einmal noch mittwochs arbeiten, dann habe ich eine ganze Woche nächste Woche. Ja, das ist schon cool. So, weiter geht es endlich. Meine Herren, also heute ist furchtbar, gell? Radieschen habe ich mitgenommen. Hatten wir mal wieder mega Lust drauf. Dann durften wieder Bananen mit, überwiegend für die Sophie, die isst die am meisten. Ja, dann habe ich ziemlich viel Paprika diese Woche gekauft, weil ich die halt auch ganz viel zum Kochen brauche. Insgesamt 6-mal rote Paprika. So, jetzt muss ich das alles hier erstmal wieder ablegen. Dann habe ich eine Gurke gekauft. Ja, wirklich nur eine. Ich meine, wer meine Food Haul schon lange verfolgt, der weiß, dass ich eigentlich mehr wie nur eine Gurke kaufe. Aber aktuell die Preise. Ja, Bio-Gurke. Tatsächlich ist diese Woche beim Lidl die Bio-Gurke 20 Cent günstiger als die normale Gurke. Also es ist auch schon irgendwie echt verrückt, ne? Naja, dann habe ich 2 grüne Äpfel geholt für den Janis. Der isst die ja am liebsten. Rote Äpfel habe ich noch mehr als genug da. Die essen wir jetzt erstmal alle auf. Ja, dann habe ich noch einen Bund Frühlingszwiebeln geholt. Brauche ich, hubala, ich habe mich verschoben. So, die Frühlingszwiebeln brauche ich nämlich für die gefüllte Kartoffeln. Und dazu braucht man auch Kartoffeln. Ich habe jetzt geguckt, da ich ein Netz erwischt, wo relativ große drin sind. Ja, insgesamt habe ich allerdings 2 Netze Kartoffeln gekauft. Also normalerweise ist ja bei uns eher nudellastig, die Woche kartoffellastig. So, das Körbchen ist leer. Da ist nur noch ein einsames Salatblatt vom Andy drin. Ah, so, weiter geht's. Ich hoffe, ich habe das jetzt hier nicht falsch gestapelt. Weiter geht es mit der letzten Tüte. Und ja, da ist auch wieder so ein bisschen Mist drinnen. Das war was im Angebot. Und unser Janis verschlingt das halt einfach. Pringles. Ja, Pringles im Angebot für 9,29 €. Da habe ich einmal die Hot and Spicy mitgenommen, weil er die am liebsten ist. Dann habe ich einmal Classic Paprika gekauft. Und einmal Sour Cream and Onion. Jawohl, durfte mit. Selbstverständlich habe ich auch diese Woche wieder einen Dinkel-Sandwich-Toast mitgenommen. Dann habe ich
für heute zum Mittagessen 8 Kaiserbrötchen gekauft. So, wo geht's weiter? Ach ja, ich habe noch Non-Food mitgenommen. Und zwar eine Leggings. Ist jetzt halt eine Thermo-Leggings. Ich weiß nicht, demnächst wird es vielleicht ein bisschen wärmer werden. Aber der nächste Winter kommt. Und die hat nur 3,99 Euro gekostet. Ey, Wahnsinn. Da will man mal nicht meckern, ne? Eine Leggings für 3,99 Euro. Und, also ich habe ja so ein bisschen rumgezoppelt. Ich glaube, qualitativ ist die auch okay. Ist jetzt natürlich nichts Hochwertiges für den Preis, aber ja, Leggings, ne? Kann man nie genug haben. Ich bin ja eh so ein Leggings-Träger. So, dann habe ich wieder mitgenommen von Liken das Urkornbroten. Auch das hat 20 Cent aufgeschlagen. Verdammt, das kostet mittlerweile 1,69 Euro. Ich meine, gebt euch das mal. Das sind drin 2, 4, 6, 8, gerade mal 9 Scheiben. Also es ist... Sagen wir nichts mehr dazu. Ich erzähle es euch ja jede Woche im Hoothole, dass ich mich etwas über die aktuellen Preise ärgere. Ja, dann habe ich mitgenommen, war ebenfalls im Angebot von Milka, diese Waffelinis. Sind 5 Stück drin, durfte einmal mit. Und zum Verschenken habe ich noch eine Kleinigkeit gebraucht, da habe ich jetzt das hier mitgenommen. Das ist von Kinder mit so vielen kleinen Kindersachen, Kinderpreno, Kinderriegel und so weiter und so fort. Dann habe ich einmal stinknormales Salz gekauft. Übrigens wurde ich gefragt, ob ich euch mal meine kompletten Gewürze von Just Spices zeigen kann. Kann ich gerne mal in den nächsten Vlog mit einbauen, weil das sind mittlerweile schon einige. Ja, durchbar, gell? Ja, dann habe ich hier Basmati Reis. War ebenfalls diese Woche im Angebot. Also ihr seht, ich freue mich echt riesig aktuell über die Angebote. Eigentlich müsste man es echt so machen, dass man komplett nur nach Angeboten einkaufen geht. Aber ich denke mir immer, bis ich dann den Sprit verfahren habe, bei den Spritpreisen, da lohnt sich das auch nimmer. Ne? Ich meine, im Nachbarort haben wir zumindest mal Penny, Aldi, Netto. Ja, der Lidl ist aber ganz woanders. Kaufland, ne, ist ewig weit weg. Da gehe ich übrigens Anfang März endlich einkaufen. Da habe ich nämlich morgens mit Selinchen einen Arzttermin zum Blut abnehmen. Das ist nämlich direkt am Kaufland. Ja, da geht es da auch endlich mal wieder hin. Kokosraspeln habe ich noch mitgenommen. 2 Pakete brauche ich ja dann für diesen Kuchen. Dann habe ich einmal noch Delikatessbrühe mitgenommen. Ja, brauche ich die Woche auch ganz viel. Dann einmal Zucker zum Backen. Mehl habe ich noch mehr als genug da. Ich habe irgendwie eine Zeit lang mal Mehl nachgekauft. Und die Woche entdeckt, ich habe 5 Packungen Mehl noch im Haus. Also das langt auch erstmal. Ravioli waren im Angebot, habe ich auch eine Dose, ja, für unsere Kleinste mitgenommen. Dann habe ich mir auch was mitgenommen, ich habe es gesehen, hatte einfach mal Lust drauf, aber jetzt ist aber verkehrt rum. Das ist ein Schoko-Berliner, ja, den werde ich mir jetzt gleich, wenn ich das Video hier fertig mache, werde ich mir den jetzt mal schmecken lassen. Das ist ja auch, ja, jetzt bald wieder Faschingszeit, ne? Da passt das ganz gut. Ach übrigens, ich glaube, ihr seht es vielleicht, oder? Meine Haare sind ab. Ja, ich habe die Haare geschnitten und mir selbst gefärbt. Und ich muss auch sagen, toi, 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 dieses Mal bin ich auch nicht versaut, obwohl ich selbst gemacht habe. Ach je, Jasmin in ihrem Redeflow heute. Wahnsinn, oder? Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal im Foodhall so viel gequatscht habe. Das liegt vielleicht daran, weil ich gestern das Sonntagsvideo habe ausfallen lassen. Also ihr merkt, je weniger Videos ich mache, desto mehr habe ich euch dann aber auch mal zu erzählen. Ne? Ach ja, Tomatenmark, ebenfalls ordentlich teuer geworden. Ja, und zum Schluss habe ich dann noch einmal Penne mitgenommen für diesen russischen Nudelauflauf. So hieß es, genau richtig. So, und das war wieder unser gigantischer Wocheneinkauf. In diesem Sinne, ihr Lieben, hoffe ich, euch hat das Video gefallen und freue mich wie immer über euer Däumchen nach oben, über euer positives Feedback hier unten in den Kommentaren. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns am Donnerstag zu einem neuen Video wieder. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.